Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir werden heute mal wieder ein wenig im Köpnitzer Bergland rumfahren. Und zwar lese ich einfach mal vor. Das ganze Szenario nennt sich Klein, aber fein, Teil 1 und stammt aus der Feder von Malte Jensen. Und so geht's los. Guten Morgen, heute ist es wieder soweit. Der erste Tag nach einer langen Corona-Pause und dazu noch mit einer neuen Lok. Naja, zumindest mit einer Lok, die der Verein neu erworben hat. Die Lok an sich ist alles andere als neu. Die heutige Fahrt wird unter anderem deswegen durchgeführt, damit ein bisschen Geld in Kasse kommt und die 218 neu lackiert werden kann. Deine Lok ist noch auf abgerüstet und muss für die Fahrt vorbereitet werden. Wenn du die Lok aufgerüstet hast, musst du noch die Fahrzeuge auf dem Nebengleis ankuppeln. Anschließend fährst du an den Bahnsteig. Beachte, dass deine Spitze besetzt ist, weswegen du beim Rangieren in der Lok bleiben musst. In diesem Teil fährst du von Horstfenn nach Köplitz. Unterwegs hältst du in Wildau. Es kann unterwegs zu der ein oder anderen Zugkreuzung kommen. Abfahrt in Horstfenn ist um 8:30 Uhr. Ja, damit ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Und ich werde das jetzt mal starten. Und wenn das erstes Mal Batterie starten, würde ich sagen. So, dann werden wir die Leistung einschalten. Den Fahrtrichtungswender nach vorne. Werden die Maschine starten. So, dann werden wir noch Instrumentenleuchten anmachen. Und Führerraumleuchte. Werde noch Spitzenlicht einschalten. So. So, da startet unsere 218. So, dann könnten wir eigentlich auch schon loslegen, würde ich sagen. Pünktlich am Bahnhof sind. So, 25 ist erlaubt, aber das natürlich auch einhalten. So vergewissern, dass wir auch Rot-Grün haben. Das ist der Fall. So, wir haben Grün, beziehungsweise Genehmigung. So, es knarrt und knirscht. Eieieiei. Ist aber wirklich alt. So, wir werden jetzt hier gleich anhalten. Ob wir dann noch wenden können. Ein paar Meter haben wir noch. So, ich denke mal, dass wir jetzt den Führerstand wechseln werden. So. So, dann werden wir jetzt auf dem Weg zu unserem Wagenpark machen. Uiuiuiui. Das hört sich nicht gut an. So, nicht zu schnell dran fahren.
haben wir ja schon längst überfahren. So, ein Stück noch. Na komm. Ich glaube, wir sind dran. Das heißt, wir werden abermals den Führerstand wechseln. So, jetzt fahren wir wieder mal zum Abstellgleis. So. So, und Ziefer machen wir auch aus. Na komm. Da machen wir es anders. So. Türen auf. So, jetzt muss ich mal eben schauen, in welche Richtung wir überhaupt fahren. Wir sind hier. Genau.
So, haben wir das auch erledigt. Eine wunderschöne Lok, kann man nichts anderes zu sagen. Und hier unsere mintgrünen N-Wagen. Betreten der Bahnanlage verboten. Ja, das ist logisch. Sonderfahrt. So. Und so sieht's drin aus. Ah, da stehen auch noch Silberlinge. Wunderschön. So. Und dann jetzt gleich Ausfahrt. So, auf geht's, würde ich sagen. Kein langer Zug, war dafür ein schöner. Ach, die alten Formsignale. Wunderschön, oder? Ich werde zu schnell, das ist nicht schön. Schaut euch doch mal Guten diese Morgen, sehr geehrte wunderschöne. Reisende. Wir begrüßen Sie recht herzlich in der Museumsbahn von Hosven nach Schwanstetten, Alter Bahnhof. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben nach dieser langen Corona-bedingten Pause und freuen uns, ein paar schöne Stunden heute mit Ihnen verbringen zu dürfen. Ich komme nun kurz einmal zum Ablauf. Zunächst fahren wir mit Halt in Wildau bis nach Köblitz. Dort haben wir eine Wendezeit von etwa 6 Minuten, wenn alles planmäßig läuft. Da haben Sie die Möglichkeit, die Lok näher zu betrachten und auch mal in den Führerstand reinzugucken. Und dann geht es dann, nachdem wir Kopf gemacht haben, weiter Richtung Süden. Unterwegs halten wir dann nochmal in Bad Rinkenburg. Da haben wir auch einen kurzen Aufenthalt. Allerdings dort bitte nicht aussteigen, da steigen nur neue Reisende hinzu. Ja, dann angekommen in Schwanstetten Alter Bahnhof haben wir eine geplante Aufenthaltsdauer von etwa 2 Stunden. Dort ist auch schon für Verpflegung gesorgt, also machen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen. Außerdem können Sie sich unsere frisch erworbene BR-218 im orientroten Design im Detail angucken. Sie haben da auch die Möglichkeit, in Maschinenraum zu gehen. Ja, und nach den 2 Stunden Aufenthalt in Schwanstetten geht es dann wieder zurück. Mir bleibt eigentlich noch übrig zu sagen, dass Sie bitte bedenken müssen, dass weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt. Leider auch in unserem Zug. Sobald Sie den Zug allerdings verlassen, dürfen Sie die Maske auch wieder abnehmen. Ja, ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise und auf eine schöne gemeinsame Zeit. Ja, dem kann man sich natürlich nur anschließen. Und die Aussicht darauf, in den Führerschein zu dürfen von einer 218 und sich den Maschinenraum mal näher anzuschauen, ist natürlich allemal eine Reise wert mit diesem schönen Sonderzug. Und ja, ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Szenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich drauf. Und euch wünsche ich viel, viel Spaß beim Ansehen. Mal was ganz was anderes als immer diese Fernverkehrsszenarien oder Güterszenarien. Einfach mal sowas zu fahren ist wirklich wunderschön. Mit so einer schmucken Diesellok ist einfach nur gigantisch. Jetzt geht's bergab. Da wollen wir mal ein bisschen bremsen hier.
auch noch diese alten Formsignale, die man hier hat. Wunderschön. So, jetzt sollen wir gleich jetzt mal halten in Wilderven. Unser erster Halt. So. Jetzt geht es weiter nach Wildau. So, Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 hatte ich auch noch nicht. Ach, wahrscheinlich ist der Bahnübergang gestört, deshalb. So, dann haben wir das auch erledigt. Da war jetzt gleich immerhin schon wieder 40.
wieder 10. Komisch, komisch. Ein Szenario mit allen Tricks, die es gibt und allen Hindernissen, die man sich so vorstellen kann hier. Wahnsinn. Und da oben fliegt ein Flugzeug. Und hinterlässt Kondensstreifen. Alles dabei. Wunderschön. So, komm. So, Velo sollten wir dann auch einigermaßen pünktlich erreichen. So, Einfahrt in den Wildauer Hauptbahnhof. Oder nee, Hauptbahnhof ist es noch nicht, aber Bahnhof. So. Das hätten wir dann auch soweit erledigt. Na, mehr scheint es da nicht zu geben, oder? Dass man hier drauf geht. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, da gefällt mir das besser. So, hier haben wir jetzt 2 Minuten Aufenthalt. Ja gut, bei uns sind es 4, 4,5 noch. Und fahren dann eine gute, ja, gute 20 Minuten bis, gute 25 Minuten bis Köplitz. Wir müssen hier ein wenig umsehen. Oh, da hinten steht mal ein schöner Arbeitszug, Messzug. Wunderschön. 233-493-6. Wunderschön. Wunderschön. Bahnbaugruppe Tiger. So, so. Aha. So, und so sieht es hier in Wildau aus. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist leider etwas wenig bis gar kein KI-Verkehr vorhanden. Aber ich denke, das kann hier einigermaßen noch verschmerzt werden. Dafür ist dieses Szenario einfach wunderschön an sich so. Wenn man sich mal die, so die Wagen anschaut mit Zugzielanzeiger und. Köplitz, Köplerwald, Bad Rinkenburg, Schwanstetten, alter Bahnhof, Sonderzug.
wunderschön. So, hier soll eine Regionalbahn eintreffen um 9.02 Uhr. Oder zumindest dann ist die Abfahrt über St. Rudolf, Köplitz, Niederkirch bis nach Altenburg. So, sind hier denn noch Zugzielanzeiger? Ne, hier steht nichts. Aber ich mache jetzt mal was. Gleich viel besser an. So. Und gleich um 46 machen wir ihn wieder an. Ah, da kommt die Regionalbahn. So, ich glaube, es ist Zeit, mal wieder zu starten hier. Das werden wir uns natürlich von draußen ansehen. Ups. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur geil. So, Türen gehen zu, Bremse ist gelöst. Das heißt, auf geht's. Nächster Halt, Köplitz. Das ist noch ordentlich am Qualm. So, jetzt dürfen wir mal endlich ein bisschen Leistung aufschalten hier. 80, 90, 100, wunderbar. So, wir fahren jetzt gut 20 Kilometer bis Köplitz. Und das ist eine sehr tunnellastige Strecke. Das ist, glaube ich, schon der dritte oder vierte Tunnel, den wir durchfahren. Und, ja. War eine sehr schöne Strecke, muss ich wirklich sagen. Also, gefällt mir sehr. Sehr schöne Landschaft. Wieder der Flieger.
Also das Szenario macht seinen Namen alle Ehre. Klein, aber fein. Wunderschön. So sieht das Ganze mal aus der Passagiersicht aus. Auch mal nicht schlecht, würde ich sagen. Schön noch mit diesen alten Schiebefenstern. Kennt ihr die noch? Wunderschön, oder? Man konnte zu jeder Zeit das Fenster aufmachen im Sommer. Kopf rausstrecken, was man natürlich nicht tun sollte. Schon gar nicht bei voller Fahrt, weil, ja, wenn man nicht aufpasst, dann kann ganz schnell mal was von vorne kommen und dann ist die Rübe ab. Das will ich mir nicht vorstellen. So, 50. Wunderschöne Gegend, wunderschöne Natur. So, ziemlich dunkel hier, aber da kommt ja schon der Ausgang. Ich werde ein bisschen zu schnell. Ziemlich bergablastig hier. Ist denn dieser kilometerlange Tunnel zu Ende? Wahnsinn, ist ja fast wie eine Tropfsteinhöhle hier. So, ich denke mal, wir werden jetzt das Gleis wechseln müssen.
Ja, alles andere hätte mich jetzt auch stark gewundert. So, und langsam kommt auch der KI-Verkehr in Schwung. Das ist gut. Eine schöne TSGB Baureihe 425. Wunderschön. So, und jetzt geht es wieder eingleisig voran. Und der nächste Tunnel voraus. Tunnel, die sind hier relativ Wahnsinn und relativ häufig vorhanden, muss man wirklich sagen. Es geht hier wieder mal steil bergab. Also hier muss man ständig auf der Bremse sein, sonst rauscht man hier mit 70, 80, 90, 100 Sachen runter. Bergab in die Dunkelheit. Besser geht's nicht. Naja, das ist immerhin wieder der Ausgang. Und der nächste Tunnel. Wahnsinn. Einer nach dem anderen. Die Kurven kommen ja auch ziemlich plötzlich. Junge ist die Stadt. Manometer. Ihr könnt euch ja gerne mal die Mühe machen und die Tunnel mitzählen, wenn ihr Bock habt, wie viele wir jetzt im Laufe dieses Szenarios durchfahren. Könnt ihr euch gerne mal mitzählen, dann kommt der nächste. Er ist aber nur 3,30 lang. Ich brauche einen neuen Stuhl. Einer knarrt. Leider zu viel. So, da oben ist das Windrad. Wunderschöne Berge hier.
ist eine schöne, schöne Gegend. Da stand übrigens gerade St. Rudolf. Da wird die Regionalbahn gleich halten. Da kommt der nächste Tunnel. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn! Mal sehen, wie viele Tunnel wir noch durchfahren werden, bis wir in Köpitz sind. Ist ja schon wieder was am Klingeln. Das ist der Bahnübergang. Auch nicht schlecht. Klingt wie ein Telefon oder keine Ahnung, wie die Glocke zur Mittagspause oder zur großen Pause in der Schule. Kennt ihr das noch? Also, der Hammer. So, ich würde sagen, nächstes Signal wird dann wohl 60 sein. Zack. Genau so ist es. Ja, höret die Kirchenglocken pünktlich um 9. Na, das wollte ich nicht. Ja, der nächste Tunnel. So, 5 Kilometer noch, circa. Schade. Die nicht öffnen? Doch. Würde ich doch sagen. Hört sich doch gleich viel besser an. So, Köpitz West ist dann schon in Sichtweite und Köpitz ist dann auch keine 1,30 mehr entfernt. Wunderschön.
So, 40 ist auch angekündigt, da wollen wir da mal hin. Schön geschmeidig. Schaut euch mal diese schöne Gegend an. Ist das nicht mega? In Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Köblenz. Dort haben wir dann eine geplante Aufenthaltsdauer von etwa 6 Minuten. Dort können Sie sich den Lok einmal kurz anschauen. Bitte beachten Sie aber, sobald das Zugpersonal mit der Pfeife den Warnton gibt, dass Sie dann bitte auch wieder einsteigen. Anschließend geht es dann weiter über Bad Ringgenburg bis nach Schwanstetten an der Bahnhof. Der Ausstieg in Köblenz ist in Fahrtrichtung links. So, dann wollen wir noch ein bisschen Zeit gut machen. So, da kommen wir mal wieder ein bisschen modernere Züge zum Vorschein. ICE 3 steht da, wenn ich mich nicht täusche. So, und wir werden den ganz außen den Bahnsteig nehmen, genau. Ein wenig nach vorne ziehen. Ja, mal einen kurzen Zug. Können wir uns das schon erlauben. So, ich denke aber, das sollte reichen. So, damit hätten wir das erste Etappenziel unserer kleinen Sonderfahrt erreicht. Der erste Teil dieses Szenarios endet hier. Und damit auch dieses Video. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Ihr hört mich im zweiten Teil wieder und ich sagte mal bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Daddy spielt das. Macht's gut. Bye, bye.